15. Das hört sich an der Vorübung an. Jetzt. Okay, jetzt erklären wir mal, sag mal, warum das gut ist. Weil es ein Punkt ist. Weil es ein Brennen ist. Weil es brennt, ne? Ja. Okay. Aber es ist ein zu wenig Gewicht. Ja, das brennt. Ein Waschigen brennt auch da. Wenn es nachgeht. Aber. Aber Helene, das ist nicht spektakulär. Das wollen Leute zu Hause nicht sehen. Ich weiß. Das ist zu wenig Gewicht. Können wir heute was anderes machen, bitte? Ja. Was hast du dazu? Kann man machen. Kann man machen. Muss man aber nehmen. Muss man nehmen, ne? Oder? Ich hab's noch nie gemacht. Siehst du, er hat's noch nie gemacht. Ja, wohl mehr als eine Frau. Ich hab's schon gesagt. Ja, aber du. Und, wenn du das so vielleicht kennst, ihr Frauen solltet jetzt trainieren wie Männer, nicht? Weil ihr Muskeln wollt wie Männer hängen. So, verstehst du? Ja, das ist hier so eine Übung. Das ist, da kannst du. So, perfekt. Ey, ich will dir was erklären hier. Komm her. Sauerei mit dir hier. Hör zu jetzt. Das ist eine Übung, die kannst du zum Schluss machen. Für den Arsch ausbrennen, wie ich das. Mach ich das denn so zum Schluss? Ja, aber wir sind gleich beim Schluss jetzt. Wir sind mittendrin. Wir machen jetzt. Was sagst du? Sag du was. Kreuz nach Kreuzheben machen? Nein, Kreuzheben ist. Beinpresse. Beinpresse oder. Hackenschmidt? Hackenschmidt. Dann machen wir Hackenschmidt. Hackenschmidt ist sehr gut, sehr gut. Es geht auf den Oberschenkel sicher. Das Gewicht machen wir auch gerade, ne? Ich bin jetzt, seit ich 14 bin, und habe angefangen zu Hause mit so Kurzhandeln, habe immer noch von vorne ins Spiegel geguckt. Habe immer nur, ich wollte am Anfang nur Brust, Schulter. Ich hatte Peter André, kennst du? Hatte ich so als Frau mit so Waschbett auf. Serious Girl, yeah. Geil, die Weiber fliegen auf mich. Weißt du, das war wichtig für mich so. So, und dann habe ich trainiert hier vorne, ein bisschen Brust. Hab ein bisschen Klimmzüge auf den Hof gemacht, dann fand ich das geil. Mach Schweiz, wo ich ein bisschen Rundung an der Schulter. Und da habe ich die anderen angeguckt, so einen wie mich, und gesagt, boah, ist viel zu viel. So, machst du es dann mehr weiter, dann fängst du an, das zu lieben, das zu wollen. Dann habe ich halt immer den Rücken auch vernachlässigt, weil ich immer nur vorne im Spiel geguckt habe. Dann war ich ja auf der Bühne die ersten Male, war mein Rücken immer schwach. Und da habe ich immer auch gedacht, mach Kreuzheben, mach Klimmzüge, immer diese Grundübungen. Hat aber mein Rücken nicht so wach. Erst jetzt, als ich vor ein paar Jahren so andere Übungen eingebaut habe, wo ich den Rücken mehr spüre, wo ich mir sowas ziehe, ich hier so zack, wo ich Latzi mache, richtig so, wie Kalvin das macht, so hinten Spannung halten, hier rudern, sowas. Seitdem ist mein Rücken sogar jetzt gestärkt geworden. So, und die Beine sind schlechter geworden, weil ich die verletzt hatte und nicht mehr so intensiv trainiert hatte. Du musst immer danach trainieren, weil der Körper konzipiert ist, was wir tun. Da musst du auch vorgehen. Deswegen kannst du es ja, wie gesagt, nicht spezifisch sagen, jeder kriegt den gleichen Plan. Ja. So. Aber im Endeffekt, zum Masseaufbau, ist halt eine Regel, schweres Training. Massetraining. So, kein Muschi-Training hier mit Muschi-Übungen. Ist meine Ansicht. Ne? Jungs, und jetzt. Fischer, komm. Atemlos durch das Felix, komm. Weiter geht's, komm. Baller jetzt hoch. Komm, ballern. Denk an die Meisterschaft. Du willst sie alle wegballern. Komm. Gut. Carina, jetzt zeig dir, was Qualität bedeutet.
auch eine Wiederholung sehen. Wiederholungsexplosion. Mach dir das vor, wie das geht. Jawohl. Guck mal hier, die Pumpe hier. Mal zack, zack. Die ballert da raus, die Wiederholung. Das ist viel zu leicht für sie, seht ihr schon. Aber Karina, ich glaube, dass ihre Hilfe ist. Sauber, schön. Ja, aber du musst natürlich jetzt mit Helene nicht doof dastehen lassen. Ihre Glykogenspeicher gehen schon leer, weil sie nur wie viel 40 Gramm Kohlenhydrate heute hat? Ein Monte heute Morgen, ne, oder? Ein Monte. Mit Monte. Meine Milchstätte von gestern hält noch Vorrat. Und ich nehme noch ein Stück Wasser. Qualität Straßen, glaube ich. Wird es nicht durch die Tür kommen. Jetzt war die Kohlmann zunichte. Du wirst das Kredit ablösen, glaube ich. Du wirst das Kredit ablösen. Dehnung hat. Ah, okay, dann machst du den Raum hier. Muss mir das sagen. Wie war so ein Spiel hier? Joystick. Ja, genau so. Joystick? Ein Joystick, ja. Also, ja. Die Fische halt durch. Die Fische halt durch. So, auf geht's. Ah, so, guck. Und runter. Masse. 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 Jetzt bist du dran. Jetzt ist es hier gerade. Ich muss mal sagen, dass ich das noch weiter hinterstelle. Ja, das mache ich dir gleich. Ich stelle sie gleich ein, damit du. Ich kriege das Ding weiter nach vorne. Ja, ne? Ja, bist du da. Vorne. Ja, mach mal. Ja, hast du das hin? Ja. Ist gut so? Ja. Ja. Da drin. Sorry. Ich bin halt schon Adern. Hä? Die hat schon Adern auf dem Arm. Die hat schon Adern auf dem Arm. Adern. Ja, Adern, ja. Aber hast du auch? Ja, die hat die steigenden Blutdruck, Mann, wegen dir. Wegen mir? Wegen dir, wegen Rivalität und so. Nicht Qualität, sondern Rivalität. Genau. So, setz dich mal rein. Irgendwie muss ich ja mithalten können, ne? Setz dich rein. Wenn ich ran darf. Ja, oh, cool. Ich muss jetzt hier nicht oh, gut. Einstellen. Ja, zu gut, ja. Geht denn das jetzt vor, höher? Ja, geht ja so. Ja, geht höher. So. Einrasten gut. Okay. Ja, sehr besser. Sauber, ist gut. Jetzt war das so gut. Aber du musst schreien ein bisschen, auch mal Masse oder sowas. Wenn ich jetzt mal. Nee. Schreien mal Masse oder so. Okay. Und wir sind bald am Ende hier. Die Zeit ist auch gleich rum. Wir müssen zur Meisterschaft gleich, zu Berliner. Die haben schon angerufen. Wo bleibt Helene Fischer? Fischer. Komm! Richtig runter! Ja. Ja, komm. Durch. Schön. Geht doch mal hier.
Masse. So, nächster, komm. Auf geht's hier. Ballerei, ich sitz. Zweiter Satz. Wie ist denn das jetzt? Ja, wenn du das auch schaffst, dann ist es gut. Hast du die Dosis gedacht? Dann mach ich das. Muss ich die Dosis erhöhen, glaube ich. Ich muss erhöhen, sehe ich gerade. Muss ich nur zwei Spitzen rein, dann ist schon ein. Vielleicht. Oder einfach mit dicken und engen. Komm, Rina. Das Gesicht gefault. Das habe ich schief. So, jetzt mach hier und mach mich da. Ja. Ich bin so vom Kameramann hier. Haben wir extra einen beauftragt hier. Hetz mich nicht so. Masse und Qualitätslehre. Ja? Masse und Qualität. Jetzt Masse und Qualitätslehre. Für euch. Hier machst du so die Stellung so. Ich ziehe ein bisschen leicht die Beine. So nach außen, dass du richtig so den Arsch erspannen kannst, wenn du lang gehst. Und dabei ganz wichtig auch ein Hohlkreuz. So, genau. Dann gehst du hier rein. So, und dann du kannst das halt so mit Gestreckten reinmachen. Wobei ich das dann nicht so gut halte. So leicht einbeugen gleich. Und dann zack, und dann hier anspannen. Zack.
Das ist auch merken, das muss schon. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ja. So, wie gesagt, mal, musst du richtig weit. Wie? Die Quasi so. Aber trotzdem ein bisschen. Leicht. Also die Beine bewegen sich leicht in der Beuge. Aber im Endeffekt kommt die ganze Bewegung aus dem Arsch raus. Das ist wie Kreuzheben. Du musst das schön machen. Guck so. Länger machst du halt so, dass du reingehst. So. Können wir mal das Ding ein bisschen rauskommen vielleicht? Oh ja. Ziehen wir mal die Kimme rein. So, komm. Los. Los. Weiter. Auf deinen Rücken gerade. Machen wir ein Ruhekreuz hier schon runter. Genau. Merkst du es denn jetzt? Komm weiter. Spann deinen Arsch an. Massearsch, komm. Qualitätsarsch. Ja, das ist ein Muskelkater. Hier nicht. Und merkst du jetzt mal? Gay-Klicks sind mehr gute Klicks. Gay-Klicks sind Pay-Klicks. Gay-Klicks sind Pay-Klicks. So. Aber nur rechts. Sie links, weil sie hat einen Freund. Sie hat einen Freund, das geht nicht, nur das rechts. Rechts kann eine Arschbacke zeigen. Das ist auch enorm gut funktioniert. Das ist ein Praller. Das ist ein Apfelboden. Dass der Arsch rasiert ist oder kommt ein paar durch? Nee, kommt gut. Kommt ein paar durch? Ich kenne dich auch. Weil ich habe so im Inneren nicht rasiert, weißt du? So. Nee, so tief waren wir nicht. Sehr gut. So, du solltest so auf der anderen Seite bleiben. Hast du es erlaubt? Du? Ja, er hat auch geguckt. Er darf bei den Mädels gucken. Er darf bei Helene gucken. Ach, Spannung sein. Nee, aber wie gesagt, wichtig ist halt, dass du auch. Anspannst.
So wie jetzt deine Übung, deine Mickey Maus Übung. Da spannst du auch den Arsch an. Komm. Helene zieht jetzt auch die Hose aus? Nein. Oh, dann würden wir richtig Klicks kriegen. Komm, Helene. Dann springt das mein Rahmen. Ich hab noch Geld mitzubissen. Helene, denk an die Hose. Zeig die Beine mit euch. Kreuzchen, ja. Genau. Richtig. So, genau. Jetzt, die machst du richtig, komm mal. Die geht richtig. Jetzt richtig aus dem Arsch. Genau. So, ja, sehr gut. Sie hat gelernt von mir. Damit werde ich mir 50 Euro fett. Und euch Zuschauern da hinten auch, jeder, der diesen Tipp sieht, muss Geld überweisen. Ja, und das für sich nutzt. Wenn ich das sehe, den werde ich zur Rechenschaft ziehen. Meine Tipps sind kostbar. Komm weiter, nicht zusammenklappen. Du willst mal so massiv werden wie ich. Komm. Weiter. Fahne grün ist gut. Und dann hast du das richtig gemacht. Aber du willst ja keine Gewichte bewegen, willst du wie deinen Körper. Oder nicht? Ja. Also deinen Körper hast du immer noch nicht. Denkst du mal. Ne? Das war Instagram irgendwelche Sprüche von irgendwelche Follower, aber denkst du, das ist ein geiler Körper oder was? Ja? Geilen Körper habe ich. Ich hab dich überholt. Ja? Überholt hat sie mich. Mit ihren Selfies. Wahrscheinlich du. Aber warte mal, ich fliege jetzt nach Los Angeles. Und dann geht das richtig ab. Dann überhole ich dich wieder. Dann geht's ab. Dann gibt's Likes. So, auf geht's, der nächste kommt. Aber dann probierst du das. Mach das schon besser. Ja, das auch.
schlecht. Das technische Problem, das kannst du nicht. Das ist kurz. Wer hat das gezeigt? Du! Nee, das aber jetzt nicht. Doch. Ja? Nee, aber mit dem Griff so, warum machst du das? Weil ich es besser halten kann. Ich hab Bock hier nicht. Ja, dann mach die Linie. Du musst abbeimen. Wer will es hier denn schön? Dann ja. Was mache ich denn? Ich muss Bodybuilding machen. Ja, vorher ist es. Muss ich Bodybuilding machen.
Du weißt es noch falsch. Hm? Jene. Ja, nein, du hast ja schon gut trainiert. Aber ein paar Tipps hast du ja heute abgeholt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Du auch? Ja. Sehr gut, ja. Was wir mit so machen. Wir werden ja noch, wie gesagt, beide auf der Berliner Meisterschaft mal. Vielleicht sehen wir uns ja da nochmal. Und dann werden wir da nochmal weiterfilmen. Und dann, ja, was sagen wir so zum Abschluss? Ne? Masse und Qualität. Genau. Also, liked die Seiten von den beiden Mädels und abonniert meine Masse-Seite und haut einen Kommentar runter, positiv oder negativ, wie ihr wollt, und ein Däumchen vielleicht oder den. Also, bye bye. Masse, 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 Priorität, Masse, Masse Lifestyle.